Ich glaube, da wird meine Feministin in mir getriggert und deswegen lese ich das eher als negativ. Es gibt zwei Welten im Leben eines Volkes, die Welt der Frau und die Welt des Mannes. Die Welt der Frau ist, wenn sie glücklich ist, die Familie, ihr Mann, ihre Kinder, ihr Heim. Das glaube ich nicht. Nein, ich auch nicht. Der Reichskanzler 1936, Geschlechterforscherin von heute. Ich hoffe nicht. Das ist Stereotype so ein bisschen. Frau, Mann, glücklich. Ja, ich meine, NachkriegspolitikerInnen und AutorInnen, die waren ja damals jetzt auch noch nicht super feministisch fortgeschritten. Können trotzdem sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich setze erstmal dahin. Ich auch. Okay. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, aber es ist ja offensichtlich, deswegen bin ich unschlüssig. Julia sagt Reichskanzler 1936. Und du sagst die. Ich sag ja. Nachkriegspolitikerin. Zum Glück, Alter. Sonst direkt gecancelt. Ja, guck mal. Adolf Hitler in einer Zeitschrift NS Frauenwarte 5 von 1936-37 im Oktober 1936. Dass es von Adolf Hitler kommt, hätte ich eher nicht gedacht. Ich habe das gedacht, weil es einfach aus dem Jahrzehnt Sinn macht, weil einfach nicht so viele kritische Fragen zum Thema Patriarchat oder so gestellt worden sind. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darüber, wie ich generell dieses Zitat einordnen soll. Die Welt der Frau ist, wenn sie glücklich ist, ist ja erstmal eigentlich was super Positives. Ja, das Problem ist, wie soll man das vorher wissen? Woher soll ich wissen, welche Intentionen irgendwelche Politiker oder Politikerinnen hinter irgendwelchen Propagandasprüchen haben? Das weiß man ja leider immer erst hinterher. Sonst würden solche Sachen, wie es irgendwie damals passiert ist, ja nicht passieren.